Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidgets. Ja, und wir werden zum Anfang kurz mal die Verlosung stattgeben an die Mitglieder. Und zwar haben wir insgesamt 40 Stück. Ja, 40 Mitglieder. Dankeschön für euren ganzen Support. Gestern im Stream kamen auch nochmal 5 neue Leute dazu, wodurch wir nochmal ein Emoji extra freischalten konnten. Ja, Dankeschön dafür. Und wir werden jetzt mit einem Random Number Generator, ja, der von Google anscheinend hier sogar konzipiert wurde, werden wir jetzt die Zahl 40 eingeben. Mindestens 1, maximal 40. Ja, und so hat jeder die gleiche Chance darauf, egal wie lange er da ist, egal welchen Rang er hat. Und hat jeder die gleiche Chance drauf, das Ganze zu gewinnen. Und wir werden jetzt damit starten in 3, 2, 1, go! Und wir haben die Nummer 28. So, jetzt zählen wir runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Und zwar der Main 1337 hat hiermit offiziell gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an dich. Du hast hier den Code gewonnen, ja. Und vor 3 Monaten hier bist du beigetreten, also auch schon ein bisschen länger am Start. Ja, herzlichen Glückwunsch, Grüße gehen raus. Und du kannst dich gerne bei mir melden, bei Discord oder Instagram. Schickst mir ein Foto einfach davon, dass du Mitglied bist bei mir auf Kanal, ein Beweisfoto, dann weiß ich Bescheid. Und dementsprechend, wenn du dich gleich gemeldet hast, dann kannst du, dann habe ich auch gleich deinen Kontakt. Und somit kann ich dir dann gleich den Code übergeben. Herzlichen Glückwunsch an dich. Ja, tut mir leid an alle anderen Mitglieder, aber auch an euch sei gesagt, am Montag, denke ich mal, gibt es die nächste Chance auf den nächsten Gewinncode. Das wird auch ganz nice. Informationen dazu folgen auf jeden Fall die Tage noch. Und wir müssen heute ein bisschen schneller machen, denn wir haben es kurz vor 0 Uhr und ich muss noch meine Alu hier zu Ende klicken. Das habe ich heute noch nicht geschafft weiter, aber das werden wir jetzt, das ist kein Problem, das werden wir jetzt noch schnell hinkriegen. Viel ist ja nicht mehr zu tun, ich habe das meiste hier schon fertig. Ja, und das wollte ich auf jeden Fall euch auch noch mit im Video zeigen und dann auch noch mehr, denn ich habe auch einen Dungeon-Gegner besiegt, ja. Wir können mal hier ein bisschen vielleicht Sound anmachen. Ja, es ist sehr leise gewesen, das Ganze. So, mal auf 4 Lautstärke, man kennt. So, und dann, bevor wir das aber machen, muss ich aber schnell mal meine Alu durchkriegen. Bevor ich euch den Kampf zeige, wir sind beim 10. Bier. Wir nehmen welche an? 2 Minuten 30 ist am besten. So, hier nehmen wir die an, die ist nice. Schnell noch das 11. Bier suppen. Und da nehmen wir auch wieder die kurzen Quests. So, und die 5er. Die 2 5er ist hier am besten. Jetzt das 11. Bier müssen wir immer schlau runterspielen, weil da kriegt man ja am meisten Alu dadurch. Ja, jetzt kriegen wir das sogar nochmal gesplittet. 2 Minuten 30. Ja, ich meine, die sind zwar auch gut für 5er, aber wir nehmen die in der Hoffnung, noch eine letzte 2 Minuten 30 gute zu bekommen. Ja, die ist okay. Ja. Kriegen wir nochmal 15 Mille raus. Ist nice. Gut, haben wir das. Dann machen wir noch schnell Würfeln. Brauche ich nicht. So, brauche ich auch nichts von. Perfekt. Einmal gar nichts. Ja, sehr gut. Okay, dann haben wir das. Das können wir verkaufen. Arena-Angriff habe ich, glaube ich, soweit durch, wenn ich mich nicht täusche. Und ihr seht hier rechts unten schon den Gürtel. Den habe ich bekommen durch den Arena, durch den Dungeon-Gegner, den ich bezwungen habe. Den werde ich euch gleich zeigen. Und dann werden wir nochmal gegen den nächsten Gegner auch nochmal kämpfen. Papa Duff hier. Ah ne, ist ratzfatz. Okay, backt manchmal rum irgendwie. Ja, gut. Pets haben wir fertig. Zum Abschluss gucke ich nochmal immer hier auf die Liste. Okay, habe ich alles? Ja, das ist immer, brauche ich nicht. Habe ich soweit gefüttert, wie soweit es halt geht. Brauche ich nicht, das wollen die machen. Laden, bot sind die von alleine auf, okay. Ja, dann haben wir soweit alles Wichtige durch. Und jetzt zeige ich euch mal den Dungeon-Gegner, den wir besiegt haben. Und zwar ist das hier gewesen, warte, sag mal, hier, der Beschützer. Den Beschützer haben wir besiegt, ja, der doch relativ hartnäckig war, eine Zeit lang. Aber der Gegner, der als am ehesten noch machbar war,
gewesen ist und ja, hat sich auch gezeigt dahingehend, ne? Und den haben wir zur Strecke gebracht. So, Marquardt haut nochmal einen Crit raus, ist ganz nice. Kunigunde hat, glaube ich, auch ganz gute Arbeit geleistet und ja, dann hat es nachher am Ende gestimmt, ne? Zum Glück hat sie hier nochmal überlebt, den einen Hit, denn dadurch konnte sie nochmal einen zweiten Hit raushauen, genau. Und jetzt hauen wir nochmal gute zwei Crits raus, solide, und bekommen so den Beschützer down. Haben dieses Item bekommen hier für den Krieger, plus 98, sehr nice, ja. Hat eine Rune drin, hat der alte Gürtel nicht, auch sehr nice, ja. Und das werden wir auf jeden Fall den Bertram hier mal gönnen, würde ich sagen. Ne? Jetzt wird er auch mal, kriegt er, jetzt kommt er auch mal langsam auf seine Kosten hier sozusagen. So, Pilze ausgegeben dafür und du bekommst, ne, nicht den ganz guten, sondern den zweitbesten, ja. So viel bist du mir dann doch nicht wert. Gut, das Teil können wir zerlegen. Und das Teil verbessern wir zweimal. Ja, zweimal. Zweimal erstmal. Ja, die restlichen Kristalle behalte ich denn für mich auf. So, und dann haben wir natürlich jetzt den nächsten Gegner vor uns schon. Ich gucke nun mal ganz kurz die Verbesserung durch, wie es hier aussieht. Okay, hier kriegt er ja von meinem Main die Sachen. Und hier, ja, dass ich die Sachen mindestens zweimal verbessert habe. Ab dreimal fängt schon nachher an, dass die Kristalle so teuer werden. Aber das ist okay. Gut. Ja, hat der Bertram ein schönes Upgrade bekommen hier. Das ist doch ganz nice. So, und jetzt haben wir hier nochmal 20 von 20 in Osteros, die schwer entflammbare. Und ich weiß nicht, wie gut die legbar ist. So, aber wir werden mal gucken. Ich greife die jetzt das erste Mal hier an, nachdem. Ist ein Geschickgegner, also könnte durchaus machbar sein. Hat unter 1 Milliarde Leben. Bertram haut schon gut Schaden raus. Das ist gar nicht mal so schlecht. Der Bertram hat sich schon gelohnt. Aber die schwer entflammbare ist jemand, den man durchaus legen kann. Und ich glaube, das ist ja, stimmt, das ist ja ein Osteros-Gegner. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn wir den Osteros-Gegner jetzt besiegen, dann bekommen wir auch gleichzeitig das Achievement. Oder? Täusche ich mich da? Ich glaube schon. Osteros in der Schattenwelt besiegen. Alter, wisst ihr, was das heißt? Dann haben wir gleich den Schattenspieler in Osteros das Achievement freigeschaltet und somit auch schnappe sie alle, auch alle freigeschaltet hier. Dann haben wir zwei Achievements und die komplette, alle Achievements sofort fertig. Jungs, ich glaube, und Mädels, ich glaube, das müssen wir hinkriegen. Ja, da pilzen wir jetzt mal, würde ich sagen, ein bisschen rein, damit wir hier die, oh, Alter, damit wir die schwer entflammbare hier vielleicht mal entflammen können. Komm, wir pilzen rein. Es sind immer sehr. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Da haben wir schon, Alter, wie gut das ging. Schattenspieler Osteros in der Schattenwelt besiegt. Da haben wir das Achievement einfach freigeschalten. Ja, nice. Freut mich. Schattenspieler. Alter. Jetzt müsste ja eigentlich auch das zweite Achievement kommen, oder? Wir haben einfach Osteros gelegt in der Schattenwelt. Heftig, heftig. Bekommen wir sogar nochmal ein Item. Was hier los? Da. Haben wir alle 49? Fehlt uns noch ein Achievement? Warte mal. Das sind ja die nächsten Achievements. Hier haben wir alles voll. Wie viel sind da? 2, 3, 4, 5. Ja, 10. Mal 10, 20. Nee, ach, warte mal. Pro Seite sind das 10 hier, ne? 10, ja. 20. 30, 40, 45, 6, 7, 8, 9, 49, ja, schnappe sie alle. Alle noch von 49 vorherigen Achievements sammeln, habe ich gemacht. Jetzt müsste das eigentlich hier auch freigeschalten sein, oder? Soll ich nochmal neu, ich lade nochmal neu. Aber eigentlich, theoretisch, müsste das Ganze jetzt müsste ich das Ganze erhalten. So, wenn das alles nach dem geht. Hier ja, okay. Schnappe sie alle 49 vorherigen Achievements sammeln. Nice. Da haben wir das auch gleich mit abgeschlossen. Das freut mich sehr. Das ist sehr, sehr cool. Das ist echt, das ist nice. Ja. Wie lange das eigentlich gedauert hat, bis wir dieses Achievement endlich bekommen. Alter Schwede.
Also ich weiß noch am Anfang, als diese ganzen Achievement-Sachen rauskamen, da habe ich mir so gedacht, Alter, mit diesen 49 Achievements, da war das ja noch zuerst das letzte gewesen hier. Dieses Achievement war ja das letzte. Das war das letzte Achievement, was man freischalten konnte. Danach gab es ja erstmal nichts so, bevor halt dieser ganze Arena-Manager und Unterwelt-Stuff noch mit dazu kam, ne? Kann ich euch auch nochmal zeigen. Da war tatsächlich das Achievement das letzte hier gewesen. So. Und wenn man das hat, dann hatte man alle Achievements voll. Dann kam ja das mit der Festung noch dazu hier. Dann kam noch das mit der, ja, wurden noch weitere Achievements hier hinzugefügt, so. Unterwelt kam denn. Und ja, hier mit den Arena Manager, das kam dann auch noch mit dazu. So, und das ist dann schon, ja. Ja, wie gesagt, das kam ja danach und war das Letzte und das war halt damals echt, ja, bis man das hatte, war schon krass gewesen. Also zumindest für mich, weil es halt so fern war das Ziel, ne? Das war halt relativ weit weg, das Ganze. Und ja, deswegen freut mich das sehr, dass ich das jetzt endlich erreicht habe. Ist schon was Besonderes. Ja, also kann man mal so festhalten. Das ist schon echt nice. Wir gucken uns jetzt natürlich nochmal den Kampf an, nachdem wir jetzt hier den Gegner besiegt haben. Das ist natürlich sehr, sehr nice hier. Haben wir jetzt einen Haken zu stehen hier bei Osteros. Hoffentlich hat er den Kampf gespeichert. Jo, da hat er ihn. Die schwer entflammbar. Wir gucken ihn uns nochmal an. Und genießen. Ja, der war ja jetzt nicht allzu schwer, sag ich mal. Das hat er jetzt nicht so viele Tries gebraucht. Guck mal, alleine der Bärtram. Da hat sich das Upgrade doch schon bemerkbar gemacht. Das hat sich doch jetzt schon ausgezahlt, ja. Den Bärtram hier zu equippen. Da hat er sich gefreut und macht hier sehr, sehr viel Schaden, was ich vom Bertram eigentlich gar nicht so kenne. Ja, das muss man auch mal so festhalten. Kunigunde weicht oft aus, aber haut auch nicht so immens viel Schaden raus. Aber jetzt brauchen wir eigentlich nur noch. Oha! Alter! Oha! 326 Millionen haben wir gemacht, aber die schweren Flammbare hat uns hier fast. Die hat uns hier fast zur Strecke gebracht. Da muss ich mir nochmal den letzten Crit von ihr angucken. Der muss ja ordentlich gescheppert haben, oder? Was war das? 138. Okay, das war echt. Das war eine knappe Nummer auf jeden Fall, würde ich mal behaupten. Ja, krass. Krass auf jeden Fall. So, haben wir noch irgendwas zu tun hier? Ich muss jetzt nochmal gucken. Ich habe jetzt, glaube ich, hier soweit alles durch. Ne? Wir haben es jetzt auch gleich 0 Uhr. Ja, wir haben noch 4 Minuten Zeit, dann ist 0 Uhr. Hatten wir doch alles vorher ein bisschen früher geschafft, als ich das gedacht hatte. Wir haben jetzt fehlen mir nur noch drei Achievements hier und wir haben das Item auch noch gar nicht angeguckt, was wir da großartig bekommen haben. Die zwei Sachen hier und was noch? Loki, genau. Also nordische Götter, Hemoritor und die Zauberschule. Ja, also das wird, denke ich mal, noch ein bisschen dauern, bis wir das fertig haben. So. Wir haben hier ein Geschick-Item mit Widerstand gegen Eis 26%. Guck an, kann die Kunigunde da was mit anfangen? Plus 27, tatsächlich, ja. Und hat sogar eine Rune, die sie auch gebrauchen kann. Ja, falls mal ein Gegner kommt mit Eisschaden, ist das natürlich ganz nice. Mit Goldbonus kann sie natürlich nicht so viel mit anfangen. Tauschen wir aus. Joa. Ist jetzt so eine Sache. Ich will jetzt ungern den Stein hier verwenden, weil den hätte ich schon ganz gerne noch, falls ich irgendwie, obwohl, naja, bis ich ein neues Item bekomme. Ah, nee, 1031, bis ich ein neues Item bekomme, dauert das wahrscheinlich noch und bis dahin könnte ich wahrscheinlich wieder einen schwarzen Stein bekommen. Habe ich noch Steine hier? Nee. Hat die Hexe heute irgendwas? Ah ne, wir haben es ja noch nicht 0 Uhr. Lul. Ja, geil, ich jetzt schon drauf hier auf 0 Uhr. Kunigunde. Ja, komm, ich gebe dir den Stein. Ich hoffe mal, dass ich relativ fix wieder einen schwarzen Edelstein bekomme. Wenn nicht, dann muss ich halt ein bisschen warten. Und ja, dann kann ich den dann wieder ausrüsten, falls ich dann ein neues Item bekommen sollte in Zukunft. Ja, ich hatte mir überlegt, ob ich den Stein jetzt hier rausnehme für 10 Pilze. Ja, Steingewinnung mache hier, aber nee. Nee, nee, die soll den behalten hier, den guten Edelstein und dann. Ich bekomme schon irgendwann einen guten neuen. Ja, das sollte Gegenstand zerlegen. Das sollte nicht allzu lange dauern, hoffentlich. Ne?
So, dann machen wir nochmal einen Arena-Angriff gegen die Drachenhexe. Die ist in der Ehrenhalle relativ weit oben hier. Ja, hat, was hat die? Eisschaden, okay, ist gut. Ist gut, Eisschaden, ja, da sind wir gegen gewappnet. Hat auch nicht viele Prozente. Ist jetzt vom Equipment her nicht stark unterwegs. 6% Leben. Und hier nochmal 5%. Also hat jetzt nicht das stärkste Arena-Manager-Equipment, sag ich mal. Okay, ist schon wieder jemand komplett anderes, Alter. Digga, diese Kämpfe, die sind manchmal aber auch wirklich komplett verbuggt, einfach. Einfach komplett verbuggt, ja. Jetzt will ich aber trotzdem wissen, jetzt will ich mal gegen die Drachenhexe mal kämpfen hier. Einfach mal so aus Fun, ja. Die ist natürlich noch im Durchschnitt, ist sie trotz des schlechten Equipments. Also Arena Manager technisch bin ich auf jeden Fall vor ihr, aber so all around ist sie natürlich über mir, so von den Stats her. Wenn wir uns das jetzt mal vergleichen hier, hat sie natürlich deutlich, deutlich, deutlich mehr und sollte eigentlich auch easy gegen mich gewinnen. Trotzdem ist es ja immer 50-50. Wer crittet? Magier-Fight, ne? Man kennt's. Ist ganz, ganz random. Und greifen wir mal an. Ja, wenn ich jetzt critte, okay, dann war es das jetzt schon. Ein Crit genügt, dann ist die Drachenhexe down. Aber ja, sollte nicht sein. So, wir haben es jetzt gleich 0 Uhr. Das heißt, wir bekommen jetzt noch gleich unseren. Oh, jetzt noch schnell das Equipment wechseln hier, sonst zählt das gleich wieder hier als Dings, dass ich hier mein PvP-Equipment anhab. Das Ding ist nämlich, warum ich jetzt noch gewartet habe, ist, ich bekomme jetzt nämlich noch gleich ein Level-Up dazu. Ja, wir steigen jetzt noch gleich ein Level-Up auf durch den Kalender. Wir haben es 0 Uhr. Zack. Und dann haben wir das nämlich auch noch gleich mit hier drinne festgehalten. Das ist natürlich sehr nice. Herzlichen Glückwunsch, 526 erreicht. Und ja, damit schließen wir auch diesen Kalender wieder ab. Sehr, sehr cool, sehr lohnenswert gewesen. 100 Millionen, 200 Millionen Erfahrung, 300 Millionen Erfahrung plus ein Level Up. Das war ein sehr nicer Kalender. Hat mich gut nach vorne gebracht. Ja, sehr, sehr cool das Ganze. Und dann geht es auch schon direkt weiter. Ja, aber für die Folge soll es jetzt heute erstmal das gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War auf jeden Fall sehr, sehr nice gewesen. Eine sehr erfolgreiche Folge. Ja, und dann war es das soweit von mir. Falls es euch gefallen hat, dann lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.